Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Pokémon TCGO Unboxing bzw. Booster Pack Opening mit und gegen Items. Wie auch schon letzte Woche hatten wir wieder ein Opening-Duell gemacht. Bedeutet, wir haben zuerst Real-Life-Booster geöffnet von Kräfte im Einklang, haben uns dann in Smash Bros. Um die beste Karte duelliert, machen dann aus den Booster-Pack-Codes noch ein Opening im Online-TCGO. Das seht ihr jetzt. Und danach gibt es noch ein Self-Build-Deck-Duell um jeweils die besten Karten. Items hat seine 18 Booster schon geöffnet im TCGO, deswegen schaut erst bei Items vorbei. Dann seht ihr auch, um welche Karte es geht. Und jetzt öffne ich 18 Booster online. Beim letzten Mal hatte ich ja kein Glück, deswegen rappeln wir jetzt hier gut durch. Und wir müssen ein neues Deck bauen, also mit einem anderen Fokus. Items hat keine guten Karten als Hauptkarte, das ist halt mein Vorteil. Ja? Du hast keinen. Muramura, Melmetal, in die Richtung könntest du halt gehen. Smogmog, reversed. Und Rhyshire hätte ich in dem echten Dingens gebraucht. Aber den nehme ich mal für mich. Ja? Vielleicht gehen wir auch dahin. Bei mir, doch hier, Pokédex 3.0. Schau dir die oberen 7 Kanten des Decks an. Du kannst einen Unterstützer, den du findest, deinem Gegner zeigen und auf die Hand nehmen. Das ist gar nicht so bad. Und Krippuk. Ja, Krippuk. Ist ein bisschen kryptisch. Da wollen wir nicht hin. Ein paar, drei neue Karten wenigstens. Wir hatten Janina noch nicht. Obersten 4 Karten an, 2 davon nehmen. Auch stark. Und klar, geiles Dicktree. Geiles Dicktree. Richtig gut dabei. Keine neue, doch. Skorgler, aber nur weil sie reversed ist. Und die letzte Karte, Psiaogon. Was ist denn hier los? Wurden die Packs genervt online? Wieder mit Schnurrtage, ey. Wurden die Packs online genervt, oder was? Oh, Raupi. Alter, was für ein 1, 2, 3, 4, 5 Karten, die ich noch nicht hatte. Der Fidget Spinner, nice, hatte ich noch nicht. Den hatte ich in der Secret Ran, echt. Und die Staubinseln. Jedes Mal, wenn einer der beiden Pokémon, beiden Spieler sein vergiftetes aktives Pokémon durch den Fänger drin, der kann ein Pokémon auf seiner Bank austauschen, seine Aktivität. Oh, krass. Es behält die Effekte. Kravell. Schau dich mal dieses schön selbstgemalte Wasserfarben, Buntstift Kravell an. Das hast du selbst gezeichnet, oder? Habe ich gemalt damals, ja. Giovanni ist dick da, neu am Start. Hier steht auch übrigens der Effekt. Wenn du dieses Pokémon mit dem Effekt von Giovannis Exil auf deinen Ablagestapel legst, lege die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf seinen Ablagestapel. Oh, ja. Okay. Knuddeluff, guck mal, passt zu dem Relaxo. Ja. Gezeichnete. Eine richtig schöne Karte, die ich in echt super gerne hätte. Eine der, sag ich mal, Front-Cover-Karten. Lucario Melmetal GX. Mega geil gezeichnet. Also das Artwork der beiden Pokémon ist insane geil. Stahlfaust mit 50 Damage bei 2. Durchsuche dein Deck nach einer Stahlenergie und lege sie in dieses Pokémon an. Das heißt, ab 2 Energie kannst du halt den Rest auffüllen. Mit Angriffen. Schwerer Einschlag, 150 Damage, ohne irgendwelchen Naheffekt, ja, und Metallwand GX. Für den Rest des Spiels werden deine Stahl-Pokémon durch Attacken deines Gegners 30 Schadenspunkte weniger zugefügt, nachdem Schwäche und Resistenz verringert wurden. Wenn an dieses Pokémon mindestens eine extra Energie angelegt ist, zusätzlich zu den Kosten dieser Attacke, lege alle Energie vom aktiven Pokémon des Gegners auf seinen Ablagestapel. Alter Schwede. Boah! Also ich denke, um dieses Pokémon-Items kannst du schon mal vorbereiten. Ja. Das ist halt ziemlich schlecht für mich, so. Da halte ich schwer dagegen, das ist ein bisschen schade. Schweißer, nice. Hattest du auch noch nicht? Hatte ich auch noch nicht, ne. Porygon Zed ist nicht schlecht. Porygon, ey. Gutes Porygon Zed, Double. Stolos, reversed. Auch cool. Oh! Auch wieder ein Cover. Machado und Macho Mime Tag Team. Vergeltung, wenn mindestens eins seiner Pokémon während des letzten Zuges seines Gegners durch Schaden einer Attacke kampfunfähig wurde, fügt diese Attacke 90 Schaden mehr zu. Das heißt, wenn du den auf der Bank vorbereitest, ein Low-Pokémon opferst, kommst du mit 120 Damage aufs Board.
Sonst 160 mit 3 Energie oder Gipfel des Heldentums. Wenn an dieses Pokémon mindestens eine extra Energie angelegt ist, zusätzlich zu den Karten des, Kosten der Attacke. Und wenn es während des nächsten Zuges eines Gegners den Schaden einer Attacke kampfunfähig würde, wird es nicht kampfunfähig und seine Wiederbelebung KP sind gleich 10. Alter, okay. 200 Damage plus ein Guardian Angel. Nice. Jetzt ist, aber ich glaube, du spielst trotzdem hier unseren Lucario Tag Team. Weiß ich nicht. Vielleicht bait ich dich was auch. Was sehe das, Schmidt? Jetzt geht aber zu. Kramchef GX in der Rainbow. Also das ist ein Secret Rare. Klar, ist eine Rainbow-Karte. Ja, Herrscher der Nacht. Solange dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist, kann kein Gegner keine Pokémon-Ausrüstungen, Spezialenergien oder Stadion Karten. Okay, das ist für unsere Verhältnisse noch nicht so geil. Das ist wirklich Advanced Shit. Fehlerstunde in der Attacke fügt 2 Pokémon GX und Pokémon EX auf der Bank, dann ging das 30 Schaden zu. Okay. Das ist stark, wenn du halt was auf der Bank vorbereitest. Unfair GX. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten. Lege 2 Karten aus der Hand des Gegners seinen Ablagestapel. Wow. Der Kramchef. Jetzt geht's hier los. Der Effekt ist halt krass so. So, hey, du hast noch 2 Handkarten. Könntest damit ein Comeback haben hier? Guck mal, GX. Tschüss. Vor allem, man würde Slimog und Alola Slimog doch nur unterscheiden können wegen den Farben. Nee, das hier ist Alola Slimog, ja. Der rechte, meinst du? Ja, ich glaube wegen den Augen. Aber keine Ahnung. Ja, die Farben würden es ausmachen. Man sieht es hier nicht. Aber doch hier, das sieht anders aus. Das ist einfach mehr. Geil, Slimog und Alola Slimog GX im Tag-Team. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt vergiftet. Lege zwischen den Zügen 8 Schadensmarke anstelle von 1 Schadensmarke auf jenes Pokémon. What? Boah. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt vergiftet. Lege zwischen den Zügen 8 Schadensmarken anstelle von 1 Schadensmarke auf jenes Pokémon. Das macht 8 Damage. Also 80. 80 Schaden. Plus Gift. Hä? Das Ding juckt ja alles weg. Wenn das aktive Pokémon des Gegners vergiftet ist, heile 100 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Das heißt, du machst erst pures Gift und solange du im Spiel bleibst, heile ich mich dann dagegen. Und als GX ist Ekelschleim. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt paralysiert und vergiftet. Wenn an dieses Pokémon mindestens 4 extra Energie angelegt sind, zusätzlich zu den Kosten der Attacke lege zwischen den Zügen 15 Schadensmarken anstelle von 1 Schadensmarken. Alter, für 150 Giftschaden, wenn du hier 5 Energie dran hast. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Der drained, ja. Da weiß ich gar nicht, was ich ins Deck pack. Heute bist du richtig krass dabei. Torpedo, lol. Das ist er übrigens. Das wäre ein Punkt gewesen in unserem Opening. Mei. Ich habe das letzte. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein. Rubgator. Ne, ich habe noch. 6 Stück sogar noch. Da ist es. Das ist so cool. Das hast du auch in Holo in echt. Ja. Ich mag den Effekt auf dem Holo. So. Das ist super nice. Ich hab's ja sogar gerade vor mir liegen. Interessant. Raupi reversed. Oh, da sind sie noch mal. Ein besser erkennen. Alter. Slime und Alola Slime. Guck, das ist falsch. Nein, das hier ist ein anderes Bild. Ach so, okay. Das ist ein, der mit den 10 ist wirklich das Alola-Ding und das war auf der rechten Seite. Aber das ist ein anderes Artwork. Das ist ja auch die 61 von 214. Ja, okay. Hat er dieselben Attacken? Nice. Ja, was willst du? Richtig gut dabei. Jetzt geht's aber langsam los, ey, bei dir. Heute Kagumon hast du meinen Lack gepachtet, oder was? Ja, hatte ich letztes Mal schon. Also im echten TCG habe ich Kagumon GX gezogen. Das ist ja schon fast peinlich. Das ist schon richtig gut so. In echt wäre es geiler. Ja, aber das freut dich jetzt mehr. So. Dictory, vorletzte. Ich sehe schon, das wird gleich einfach nur ein riesiges Ass-Whooping. Donarian? Ne, glaube ich nicht mal. Und zum Abschluss die allerletzte Karte! Volcanion! Starker Hitzestoß.
So, dann schauen wir doch auch noch einmal ganz kurz, wie das mit der Sammlung aussieht. Pokémon, wir sortieren nach Kräfte im Einklang, machen dann mal Kacheln. Und dann, ja, da sieht man ja schon. Also, wir hatten ja uns eh drauf geeinigt, dass übrigens die Kette, ich von Items bekommen habe. Ja. Ui, ui, ui. Und ansonsten, ja, wir machen nur die speziellen Karten, dürfen ins neue Deck, ansonsten halt mit Basic auffüllen. Meine seltenste Karte wird also eine der beiden Rainbows sein. Und von meinem Gefühl ist Slimog und Alola Slimog stärker als Kramchef. Aber von mir aus kannst du auch sagen, suchst dir aus. Und welche sollen wir spielen? Oder siehst du vielleicht wirklich eine der Tech-Team-Karten ganz oben? Naja, das ist, also Tech-Team-Karten sind schon cool, aber ich würde sagen, es ist eine der Rainbows. Okay, welche deswegen, denkst du? Weil ich die ganzen Tech-Teams ja schon hab. Jo, würde sagen, hier Alola Slimog. Okay, also wir kämpfen mit unseren selbstgebauten Decks um Slimog und Alola Slimog gegen Melmetal Reversed. Ja, super gut. Das ist halt super sad für mich. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da schon auf jeden Fall bei Items vorbei. Schaut sein Opening und dann schaut noch unser Duell, wie ich mir die zweite Karte hole. Bis dahin, macht's gut. Ciao.